Hallo, grüße euch Paraguay Live. Ich bin der Pit und das heutige Thema kommt sofort. Bleibt dran. So, wie immer beim schönen Wetter. So, aber zum Thema. Viele von euch fragen mich wegen der Auswanderung bzw. der Einwanderung nach Paraguay. Und da sich in der Hinsicht schon einiges, zumindest für die deutschen Staatsbürger, geändert hat, deshalb wollte ich ein kurzes Video darüber drehen. Also bleibt dran, es geht um die Auswanderung bzw. Einwanderung nach Paraguay und die Dokumente. So, wie viele von euch ja bereits wissen, früher bei der Einwanderung ging es um andere Staatsbürger, sei es Schweizer, Österreicher, Polen, Russen etc., Kanadier. Da hat es nur die Apostille gereicht. Und die deutschen Staatsbürger, die müssten leider die ganzen Dokumente bei der paraguayischen Botschaft in Berlin bzw. bei dem paraguayischen Konsulat in Frankfurt am Main beglaubigen lassen. Das hat natürlich erstmal Geld gekostet und Zeit in Anspruch gekostet. Also wegen Apostille, da verlinke ich euch ein Video, was ich früher schon gemacht habe. Da erkläre ich überhaupt, was eine Apostille ist. Und heute sprechen wir über die praktischen Sachen, wie das Ganze, das heißt, wie die Dokumente jetzt für die deutschen Staatsbürger funktionieren. Also bleibt dran. So, für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte abonnieren, Likes nach oben und sämtliche Fragen könnt ihr persönlich an mich oder auch an unser Team stellen. Wir haben 18 Jahre Erfahrung in Paraguay. Von daher fast sämtliche Fragen können wir euch gerne beantworten. Wie gesagt, die Daten findet ihr unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Aber jetzt zum Thema. Was hat sich geändert? Also für die deutschen Staatsbürger ist letztendlich die Einwanderung nach Paraguay einfacher geworden. Warum einfacher? Klar, man braucht wenige behördliche Schritte und das ist nur gut. Erstmal Zeitersparnis und Geldersparnis. Von daher, was braucht ihr? Ihr braucht wie immer die normalen Dokumente, was heißt also Geburtsurkunde, das ist das A und O, Scheidungs- oder Heiratsurkunde, das sind die wichtigsten Unterlagen, die ihr so oder so braucht. Dann kann ich euch auch verlinken, da oben, wie man online die Sachen beantragt. Ihr habt mich immer gefragt, Pit, jetzt wegen Corona-Krise, ich kann ja nicht reisen, ich kann das nicht beantragen, es wird ja alles erschwert. Logisch, klar wird das alles nicht leichter, sondern eher schwerer. Aber wenn ihr nicht versucht oder nicht versucht, wenn ihr das nicht tut, vielleicht habt ihr später gar keine Möglichkeit, um es auszuwandern bzw. auszureisen. Also ich denke, meine persönliche Meinung ist dazu, dass es eher nicht besser wird, sondern eher schlechter wird oder dass man die ganze Situation nicht voraussehen kann, was natürlich nichts Gutes für die Auswanderung heißt. Also, nichts wie hin, die Sachen packen, einfach die Entscheidung treffen, die richtige Entscheidung, die Dokumente an uns senden, welche habt ihr schon in dem Video, was ich euch verlinkt habe, beziehungsweise auch unten verlinken werde, beziehungsweise mich direkt anrufen, falls ihr irgendwelche Zweifel habt. Also, das Einzige, was ihr machen müsst, klar, die Grunddokumente,
wie vor allem Geburtsurkunde, es reicht nur Apostille. Nur. Also, vergiss es, die paraguayische Botschaft in Berlin, vergiss es, Konsulat Frankfurt am Main ist nicht mehr nötig. Und das ist die beste Nachricht. Also Leute, einfach überlegen, falls ihr irgendwelche Zweifel habt, einfach anrufen, sowohl für die WhatsApp-Fans als auch Telegram-Fans oder sonst per E-Mail oder einfach anrufen. Alles findet ihr in der Beschreibung. Und wie gesagt, viele haben auch ja gefragt, sollte ich da auswandern oder nicht? Also die Entscheidung, bitte, kann ich für euch nicht treffen. Klar, jeder hat andere Lebensverhältnisse, andere familiäre Verhältnisse, auch geschäftlich. Also Leute, ich kann euch gerne helfen, aber die Entscheidung, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun, müsst ihr persönlich treffen. Also diese Entscheidung nimmt euch keiner ab. Ich bekomme immer wieder Anschreiben, Pitt, du hast es gut. Ah, vor 18 Jahren bist du schon ausgewandert und ja, aber ich habe es getan. Da ist der Unterschied. Also, einfach überlegen, soll ich nicht, kann ich nicht, aber bitte keine Entscheidungen treffen, die euch nur einen Schaden einrichten können. Also bitte, Paraguay ist kein Billigland mehr, einfach aus dem Kopf schmeißen und sich konzentrieren. Guckt, wie viel Geld ihr zusammenkriegen könnt, und einfach reell denken. Das ist das A und O. Wir haben viele Nachfragen, sagen, ach, es klappt doch nicht, es funktioniert doch nicht. Klar, ich werde keinen von euch davon überzeugen, es nach Paraguay auszuwandern. Ich habe es getan mit meiner Familie, bin mehr als zufrieden. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Wir als Team, als Paraguay Live Team, können wir euch nur eine Hilfe geben, eine gute, sichere Hilfe für den Anfang, für den Start, sowohl mit den Einwanderungsdokumente als auch mit den Immobilien bzw. mit den notwendigen Grundstücken, als auch natürlich mit den richtigen Bautrupps oder auch mit anderen Sachen, die wir euch gerne behilflich sein können bei der Erledigung dieser Sachen. Und was wichtig ist, es ist eine Vertrauenssache. Und glaubt mir, also ich konnte euch auf mich auf jeden Fall verlassen bei so vielen Videos, die wir ja schon gemacht haben und bei so vielen Kunden, die wir ja schon oder ich persönlich oder auch als Team geholfen haben. So, also ich hoffe, die Information, die war behilflich und viele von euch werden schon die richtige Entscheidung treffen. Also wie immer, Likes nach oben, teilt das Video an Freude, auch auf sozialen Medien, Facebook, Twitter. Es gibt sicherlich Bekannte, die sich interessieren für die Auswanderung. Und wie gesagt, immer nicht mehr zu einem Gesicht, immer positiv denken. Und wir hier vom Paraguay Team sind sicherlich mit euch. Also Likes nach oben, macht's gut. Links die weiteren Videos, die ich euch empfehlen werde. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.